Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir sind auf dem Weg ins städtische Ballenlager, beziehungsweise... Was war das? Ich habe keine Ahnung. So, wir sind auf dem Weg zurück ins städtische Ballenlager, um hier die restlichen Silageballen einzulagern. Dann haben wir die Wiese nämlich auch endlich fertig. Hat sehr gut funktioniert. So, und jetzt treffen wir uns dann gleich mit Luca. Den muss ich anrufen. Ja, Lukas Weber. So, Moment. Den rufen wir einmal an und sagen dem, wo der hinkommen soll. Ja, Oswin. So, pass auf. Wir haben geläutet. Ja, es ist ja nach 12, nach Mittag. Ja, ich stehe oben beim Clubhaus. Ach, du stehst beim Clubhaus. Okay, pass auf. Ich muss ja schnell ein paar Ballen wegschubsen. Ich fahre gerade zum Hof mit meinem Unimog und wenn ich dort bin, schnappe ich mir die Simme und dann, fahren wir los. Gut. Alles klar. Ich bin hier oben und warte. Alles klar, kein Problem. So machen wir das. Wo ist das? Gut, alles klar, ich muss es auflegen, bis gleich. Gut, ciao. Ciao. Herr Böcher! Servus! Moin, was geht ab? Herr Rosenberg. Na? Tust du wieder Steuergelder draußen rumfahren? Naja, nee, ich bin ein bisschen am Abgleichen hier. Die Daten vom Katasterdaten stimmen irgendwie nicht. Die Felder, wer was zugeordnet hat und ach, furchtbar. Echt so schlimm. Oh. Sind Sie auch erkältet? Gehen Sie weg. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Ich hab aber das Gefühl, jeder ist irgendwie so ein bisschen angeschlagen gerade. Ganz schlimm, ganz schlimm. Oh. Aber ich sage Ihnen was, soll ich Ihnen was sagen, Herr Böcher? Ja. Die ersten 100.000 habe ich schon eingesammelt. Ja, toll. Ich denke, der Bau wird wahrscheinlich nächste Woche beginnen, oder? Ja, können wir, denke ich mal, in Angriff nehmen. Ja. War der Herr Lauringer bei Ihnen? Nein. Oh, der war noch gar nicht bei Ihnen. Nee, warum? Soll ich Sie spoilern? Können Sie. Der Herr Lauringer wollte fragen wegen Kredit. Der möchte mit der Genossenschaft zusammen eine Produktion umsetzen. Und zwar zur Weiterverarbeitung von Milch. Oh ja, cool. Ja, also wir würden da gerne so ein bisschen in Joghurt, Käse, Geschichte und so weiter reingehen. Ja, das klingt toll. Genau, aber der braucht wahrscheinlich einen Kredit dafür. Ja, ja. Und ja, alles andere wird der Herr Lauringer mit Ihnen klären, aber wenn es dazu Rückfragen gibt oder so, können Sie mich natürlich dann gerne anrufen, ne? Oder den Jupp oder den Schütter. Ja, gerne. Aber ja, ist doch gut. Also nimmt alles irgendwie seinen Lauf, ne? Wir haben große Nachfrage, also was Produktion betrifft und so weiter. Der Weber hat generell gesagt, er ist egal welcher Produktion mit 10% dabei. Oh, das freut mich, ja. Nee, also es ist wirklich gut. Also es fängt an zu laufen. Schön, schön, ja. Aber es ist natürlich ein langwieriger Prozess, ne? Ah, oh, das glaube ich. Ne, okay. Wie lange allein das Angebot gedauert hatte, ne? Hier für die Ölmühle. Ja, oh, Katastrophe. Aber ich denke mal, wenn das dann eingespielt ist, wird das dann ja alles ein bisschen schneller gehen. Ja, sind wahrscheinlich auch alle sehr ähnlich dann von der Weise, ne? Also ich meine, Grundstückseinzäunung kostet halt immer das Gleiche und Parkplatz, Straße, so ein Zeug, ne? Ja, ja, genau. Alles klar. Na gut, ich muss weiter. Ich habe eine kleine Aufnahmeprüfung und muss... wegen einem Angestellten, der wollte sich bewerben bei mir. Gut, alles klar, ne? Okay. Tschüss, Herr Böcher. Ja, viel Spaß. Achso, Herr Böcher, wenn Sie mal Müsli produzieren wollen, sagen Sie Bescheid, die Genossenschaft ist für Sie da. Ja, sehr gut. Alles klar, tschüss. Aufnahmeprüfung. Verrückt. Das gute Böcher Müsli, das sehe ich uns noch mit der Genossenschaft. Das gute Böcher Müsli, ehrlich. Nein, sehr schön. So, dann düsen wir jetzt mal hier hoch und... Muss ich nur mal ganz kurz gucken. Lass mal den Jupp. Ach, den rufe ich an, wenn ich beim Dings bin, wenn ich bei mir am Hof war. Ich muss auf jeden Fall meine Simone holen, ey. Das ist wichtig. Wir müssen auf jeden Fall die Simone holen. Och, das ist ein Gegurke hier immer durch die ganze Stadt. Katastrowski.
Moin! Tag! Wolltest du was? Ich weiß nicht genau, ob ich richtig gesehen habe. Ich dachte, eine riesengroße Biene ist an mir vorbeigesummt. Es ging so. Kurt, ohne Helm? Ich wollte es auch gerade sagen. Hallo? Das ja, habe ich vergessen. Oh je, oh je. Das lass mal lieber nicht den Wartliger sehen, ne? Ich, aber Kurt, hier, da musst du aufpassen. Nicht, dass dir mal einer an der Batterie rumfuscht, ne? Wenn da jemand was an der Batterie macht, dann gibt's aber Ärger, du. Ja, naja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Elektroroller. Wo bist du denn auf dem Weg? Wo bist du denn hin? Zum Maschinenhändler. Oh, bist du jetzt dieses Moped holen mit richtig Abgas? 1:50? Nee, eigentlich wollte ich fragen, ob ich das Ding umbauen kann auf Frittierfett. Alles klar, viel Erfolg. Ich muss weiter. Ja, alles klar. Das ist mir alles zu hoch. Frittierfett. Boah, nee. Das Tschüss. Kann ich nicht mehr. Tschüss. Frittierfett. Das kann ich einfach. Das geht alles nicht mehr. So, jetzt wäre mal eine schöne Strecke mit dem Fahren. Aufnahmeprüfung und ich habe noch eine andere Idee. Der muss auf jeden Fall noch dem Wartlinger sein Gaul bereiten. Der muss auf jeden Fall noch auf dem Wartlinger sein Gaul. So, dann hoffen wir mal, dass Jupp auch direkt beim LU dann schon ist und dann passt das. Dann sind wir mit den drei Mopeds da und dann gibt es die Aufnahmeprüfung. So, warte mal, was haben wir jetzt hier drin? 38.000, 40.000 Liter. Wisst ihr, was ich mache? Ich schmeiße jetzt hier nochmal ein ständiges Beinlager. Die gehen damit zur Biogasanlage. Auf geht das. So. Ah, hier oben der Platz. Ich habe einen Vogel zwitschern hören. Der soll wohl auch umgebaut werden. Bin ich mal gespannt. Was war das jetzt? 38.000 Liter, ne? Aufschreiben. So, aber da haben wir da, also da wird es interessant, ey. Wenn wir das an der Biogasanlage dann noch alles, wenn wir das an der Biogasanlage dann alles noch abgeben, da gibt es nochmal einen ordentlichen Batzen Kohle. Aber wir werden natürlich unser gesamtes Geld jetzt brauchen für die Produktion. Da müssen wir erstmal dick einzahlen. So, der gute alte Hof. Ja, weil ja auch so die Idee kam mit, dass wir vielleicht den Simson Club auch so einen kleinen Simson Vertrieb machen. Das Problem ist halt, solange wie das Ganze nicht offiziell ist da oben, wollen wir uns da jegliche Aufmerksamkeit ersparen. Und wenn wir da natürlich jetzt vom Händler noch Aufmerksamkeit bekommen, indem und irgendeiner verquatscht sich immer, das ist sicher wie das Amt der Kirche, dass irgendeiner verquatscht sich und sagt, ach ja, ich habe beide Simson. Ne, oder der Händler fragt danach, ey, wo hast du die Simson her? Die habe ich ja gar nicht verkauft. Dann, ach, die habe ich hier da und da. Ups. Ne, so ein Ding wird das dann. Zack, sind wir aufgeregt. Ne, ne. Wir sind bis jetzt... drei Mann mit dem Herrn Weber. Wenn er die Aufnahme besteht, sind wir vier. Dann machen wir vier feste Clubmitglieder, auf die man sich, denke ich, ganz gut verlassen kann, die solide, also wirklich solide sind. Und ja, dann sollte das passen. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Simmer holen. Ich überlege gerade, wir können ja komplett rumfahren, oder? Aber wie war denn das hier oben wieder in der Ecke? Wir müssen hier abbiegen. War das jetzt hier oder die nächste? Upsala. Ging das hier auch nochmal irgendwo runter? Ne, da ist ja unser Hof. Genau. Perfekt. Einfach geradeaus durchfahren. So langsam haben wir einen Dreh raus hier. So. Einmal hier rum. Und los geht das. Und zap, zap, zap. Schnappen wir uns unsere Simme. Upsa. So. Stellen wir hier hin, den Kollegen. So. Okay, Arbeit erstmal abgeschlossen. Ich muss mal ganz kurz schauen, was der Raps macht. Also auf die Felder, ne, mal wenigstens mal ein bisschen begutachten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Gucken wir mal die Saison, wann wir anfangen können. Ich glaube, im März geht es dann los. Sonnenblumen. Oh, wir könnten Sonnenblumen im März anbauen. Das wäre ja perfekt. So, was macht unser Raps? Sehr gut sieht er aus. Sehr, sehr gut, der Winterraps. Sehr schön. Sagt man eigentlich Winterraps oder sagt man Sommerraps? Sagt man den Erntezeitpunkt oder den Saatzeitpunkt? Oder wann der,
Also, versteht ihr, wenn der jetzt über den Winter ist, ist das dann Winterraps oder ist es, weil er im Frühjahr oder Sommer geerntet wird, ist Sommerraps? So. Oder sagt man vielleicht nur Raps? Kann natürlich auch sein. Okidoki, los geht's. Dann fahren wir einmal zum Lohnunternehmen. Das kann ja was werden, das Rennen, ey. Das kann was werden. Das wird auf jeden Fall witzig. Das wird auch... Ich muss mich hier schon mal ein bisschen warm fahren. Ich habe ja... Naja, was ja auch keiner weiß. Ich habe ja einen 60er Vierkanal drauf, ne? Die denken ja alle, es ist ein 50-Kubiker, aber das ist ein 60er Vierkanal. Der ist nur nicht richtig eingestellt, deswegen geht die nicht so schnell. Oder die haben mich verarscht. Die haben mir nur einen 60er Zylinder aufgebaut, ohne vier Kanäle. Ja. Naja, anscheinend gibt es keinen Sommer- und Winterraps. Anscheinend gibt es nur Raps. Na gut. Auch gut. Wegen mir. Ach ja, Waldstätten ist ja wirklich ein schönes Städtchen. Das muss man echt sagen. Also landschaftlich gesehen und alles ist das ja echt eine feine Sache. Kann man nicht anders sagen. Lohnunternehmen habe ich auch lange nichts mehr gehört. Mal auch mal wieder nachfragen, wie es denen so geht. Aber gut, die werden alle zu tun haben, ne? Oder beziehungsweise werden viele werden sich gerade über den Winter mit den Maschinen beschäftigen. Junge, guck dir an, 74 geht die auf ihr Berg hoch. 70, 72 Berg hoch. Richtige Waffe ist das. Eine richtige Waffe. Offroad los. Yeah! Das kannst du machen, wenn du die Sportfedern drin hast. So, wo sind die? Alter, das Lohnunternehmen. Das sieht aber auch aus. Katastrophe. Wir haben gesagt, wir treffen uns hier. Wo sind. Ach, da vorne. Moin! Moin! Jupp! Ja. Wo ist denn der Dings? Wer ist der Dings? Der Weber! Der sollte doch hier sein mit seiner Simme. Sehe kein Weber. Kein Weber da. Moment. Ach, ich bin ein Idiot. Der wartet beim Club. Herr Weber? Ja, aus Wien. Hallo, okay. Die Spiele beginnen. Deine, okay. Deine offizielle Aufnahmeprüfung. Ach so, was gibt's auch noch? Oh ja, ja, ja. Richtig. Solltest du diese nicht bestehen, wirst du für immer aus dem Simsom Club verbannt. Oh. Und wir müssen dir die Zunge rausschneiden, weil du darfst natürlich nicht drüber reden. Lalalala. Also streng dich an. Deine erste Aufgabe ist, komm so schnell wie möglich zum Lohnunternehmen. Wir stoppen die Zeit. Fahre jetzt los. Gut, ich gebe Gas. Tschüss. Tschüss. Ja, Jupp, das habe ich gut verpackt, oder? Ja. Komm, lass uns mal übers Lohnunternehmen schlendern. Ach ja. Sag mal, wie viel haben wir, was hatte ich gesagt? Wie viel müssen wir einzahlen? 255.000 durch 3. Ja. Ja, das kann sein. 80, 60, 85 waren das doch. 8, 16, 24 und 3 mal 5. Ja. Was habe ich gesagt? 85. Oh nee, ey. Ich habe 85.861 auf dem Konto, ey. Der Rudi, wenn der wiederkommt, der bringt mich um. Ach, warum? Das Problem ist, wir müssen das Geld einzahlen. Hast du die Kohle parat? Wie viel? Na, 85,5. Ja. Ja, dann komm, lass uns das direkt mal aufs Genossenschaftskonto zahlen. Dann mache ich das nämlich auch gleich. Und dann ist unser Anteil auch noch da. Dann fehlt nur noch Joris und Wartlinge und dann haben wir die 500 voll. Genossenschaft. Ja. 85,5 sagst du, oder? 85,5, ja. Sehr schön.
Habe ich gemacht. Habe ich gesehen. Sag mal, oh, Mensch. Willst du meinen Anteil vielleicht auch noch mitnehmen? Was? Willst du meinen Anteil vielleicht auch mit übernehmen? Nee. Ja, jetzt war eine Frage. Muss ja. So, 85. Nein. 5. Überweisen. Okay. Und ihr? Oh, das ging schnell. Leck mich am Arsch. Na dann, auf geht's. Tatan kann der sprinten. Geil, gell? Junge. Da geht ab hier. So, passt auf. Standortwechsel. Ey! Ohne Helm? Ach, du Wartlinger, sollen wir mal am Tabernakel. Sicherheit rutschen? Geht vor. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Helm auf, los. Oh. Komm, setz den Helm auf. Muss ich mal gucken, wo ich den im Schrank da unten finde. Schwarz! So, mir hinterher. Oh, Vorsicht! Fahr einfach drüber, wir sind's Raudis. Oh, oh, oh. Okay. Wo ging das in den Steinbruch? Hier rechts. Okay, alles klar. So. Ey, sag mal, Jupp. Ja? Hab ich 85,5 gesagt? Ja. Es ist 500 zu viel. So nicht schlimm. Stopp! Wo willst du hin? Zum Steinbruch. Nee, hier, statt mal. So. Gut. Folgendes, Freunde. Lukas, deine erste Aufnahmeprüfung. Ja. Hast du dir schon einen Namen überlegt? Also ein Synonym für dein Motorrad. Naja, pass auf, wir machen erstmal die Aufnahmeprüfung. Ja. Hast du dir eins überlegt, du? Bitte? Ich bin Crazy O. Was bist du? Crazy O! Was wie ein Denkrad, deine Batterie. Du hast Blinker noch an und Licht. Ja, ist 12 Volt. Was wollte ich sagen? Pass auf. Ich fahre jetzt in den Steinbruch, ja? Ja. Du fährst mir einmal hinterher. Da zeige ich dir die Runde und dann wirst du die auf Zeit fahren. Jupp kommt natürlich auch mit. Okay? Jo. Hier ist Start und hier ist Ziel. Und wenn du die Zeit nicht schaffst, ja, die natürlich Jupp und ich vorgelegt haben, dann können wir dich nicht aufnehmen, weil wir brauchen gute Fahrer. Also, komm mit. Also, hier geht das lang. So. So, einmal hier lang. Achso, nee, hier ist Stadt. Hier bei dem 30er-Schild. Hier ist Stadt dann offiziell, ja? Dann geht das hier runter. So. Hier volle Lotte runter. Aber du musst schön die... volle Bude hier runter, immer runter, runter, runter. Ihr müsst halt gucken. Ich kann das. Ihr müsst halt... Oh, scheiße, leck mich am Arsch. Dann geht das hier rein, geradeaus hier durch. Ja? Hier hinten rum. Hier muss die gefährliche Kurve, musst aufpassen. Hier rechts. Hier unter die Förderbänder durch, am Wassertank vorbei. Am Hydranten wieder rechts. So. Dann hier hinter in den Steinbruch rein, muss aufpassen, ist ein bisschen Offroad, ne? Dann geht das hier rechts hoch. Hier muss richtig rum. Oh, dann scharf links. Einmal hier hinter, stark 90 Grad. Wo ist denn der? Ach da. Das fängt ja gut an. Langsamste von allen. So, dann hier hinter wieder. Aber das wird bis hinter gefahren. Ja, wir sehen das. So, und dann geht das hier hoch. Hier rum, 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 rum. Hier hoch. Hier musst du richtig aufpassen. Am besten, du stellst dich hin und gehst so ein bisschen in die Knie.
das so abzufedern. So, dann hier rechts hoch. Okay, Lukas? Ja? Das hinten mit dem Eimer 90 Grad wenden kannst du weglassen. Du kannst dann direkt rechts hoch, ne? Okay. Und dann hier hoch. Ja, hallo, das ist hier die Steinbruch-Challenge-Zeit. So. So, hier kannst du einen kleinen Sprung noch machen. Und jetzt halte ich fest. Jetzt wird das richtig übel. Du musst bis hier hoch zu der Verarbeitung. Ui. Ah, da musst du aufpassen. Hier legt man sich schnell mal auf die Seite. Scheiße. So. Und wenn du hier oben bist, ja? Bis hier die Verarbeitung. An der Verarbeitung kannst du einmal rumdrehen. Und dann geht das wieder zurück. So wie wir hergefahren sind. Das war's. Mehr ist nicht. Okay. Merkst du die Scheiße? Gemerkt, ja. Hoffentlich krieg ich das schnell genug hin. Ja, das will ich auch hoffen. Kollege. Wir haben mir die Zeit vorgelegt. Die wüsste. Die ist. Naja. Aber die ist zu schaffen. Das ist die Mindestzeit, ne? So, hier wieder runter. Oh. Einmal rum. Du kannst ja nicht falsch fahren in dem Sinne, ne? Es geht ja immer geradeaus eigentlich. Einmal bis ganz hoch und dann wieder runter halt. Da geht's ja. Oh, Scheiße, ich brauche ein neues Rücklicht. Da geht's ja auch drunter, ob du dein Moped richtig unter Kontrolle hast, ja? Ob du das im unwegsamen Gelände gut beherrschst. Das ist nämlich wichtig. Weil wir regelmäßig vor der Polizei abhauen. Ja, in Ordnung. Das verstanden. Ist klar, ne? So. Gut, und dann geht das jetzt hier. Sag mir einer. Okay, und dann geht das hier wieder runter. Wie ging das jetzt runter? Hier geht's runter. Genau. Hier. Oh, sau. Oh! Unfall! Schutzblech verbogen! So, komm mit. Ja, genau. Oh, der holt uns ein! Nee, der hat uns schon überholt. Ja, der fahr mal vorne weg hier, wo das lang geht. Er hat sich das mal aufgebaut hier. Ja, so ist das, wenn man sich auf dem Kies zu sehr in die Kurve legt. Du brauchst dann auch hier nicht nur mit den Schlingschlong fahren, ne? Du kannst dann hier geradeaus wieder zurück. Wichtig ist nur, dass du den Schlingschlong wieder reinfährst, ne? Ja. Genau, hier dann einmal. Und dann hier wieder rum, schön. Und dann geht das wieder hoch und oben beim 30er-Schild ist Zeitstopp. Gut, atme doch mal tief durch. Hast genug Sprit im Tank? Ja, der sollte noch genug drin sein. Alles klar. Ich habe voll getankt, wie ich losgefahren bin. Okay. So, schön kalt ist es auch. Das ist gut für den luftgekühlten Motor. So, dann geht es hier wieder hoch, volle Bude. Dann schauen wir mal. Perfekt. So, dann brett es hier einmal durchs Ziel und dann ist es gut. So, genau sieht es aus. So, dann stelle ich mal auf hier am Start. So, warte kurz. Mach mal aus das Ding. Ah, heiß. Kalte Moment. Finger? Nee, ich mach dir nur eine scharfe Zündkerze rein. So. Zap, zap. Okay, pass auf. Du weißt Bescheid? Ja. Dann startet deine Challenge in 3, 2. Achso, warte ganz kurz. Jupp, mach dir mal noch einen Peilsender daran, dass wir sehen, ob der richtig fährt. Achso, ja. Dann. 3, 2, 1. Go! Gib Gas, Junge! Gib Gummi, Schubi! Bin ich aber gespannt, Junge. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Dem haut's doch hundertprozentig 10-mal auf mit der Karre. Jungs. Ist er? Fehler. Wo ist er denn? So, gucken wir direkt. Da kommt er. Da ist er da unten. Lass mal gucken, wo der geradeaus durchfährt. Ja, sehr gut. Boah, wunderbar. Ja, dann da hinten rum. Da muss er da am Wassertank vorbei. Ja, wo ist er denn? Ach, da hinten kommt er schon. Sehr gut. Da, ja. Am Hydranten rechts, genau. Okay, und jetzt ist er sich selbst überlassen. Mal gucken. Wo bist du denn, Jupp? Mal gucken, ob wir ihn sehen da hinten. Bin auch mal gespannt. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich hab die Drohne mit. Ach was? Ey? Ja.
Ah, da ist er. Da ist er. Oh, sieht gut aus, Jupp. Er humpelt ganz schön hoch. So, jetzt muss er rechts rum hier. Ja, aber er verkackt es nicht. Oh, das sieht ganz gut aus. Ah? Ah, Jupp, aber ganz ehrlich, das ist eine harte Strecke und alles, ne? Aber ich sag dir, wie es ist. Das müssen die wer bei uns in den Club will, muss das absolvieren. Ja, das ist richtig. Wenn wir hier über Stock und Stein hier abhauen wollen und alles, dann müssen die ihre Mopeds ordentlich im Griff haben. Oh, der hat's fast verrissen, Jupp. Nee. Doch, der hat's fast verrissen. Heiliger. Ist kein Scheiß. Okay. Oh, schwerer Unfall im Steinbruch. Den hat's nee. Jetzt hat's aber ordentlich aufgemault. Alter. Den hat's komplett auf... Oh. Und ich hatte sich nichts getan, aber er fährt. Ich bin ja so eine arme Sau, das gibt's ja gar nicht. Ist ja unfassbar. So, er kommt schon wieder runter, Jupp. Sehr gut. Sieht gut aus. Was hast du dazu? Wie macht er sich? Bin bei 3 Minuten schon, ey. Eigentlich ganz gut. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Er kommt schon wieder runter. Die Strecke ist auch fies, oder? Also die ist nicht ohne. Ja, das ist richtig. Wieso fährt denn eigentlich eine goldene Simson, Jupp? Das sieht so dekadent aus. Ich war so leichteres. Dekadenz und so. Was macht er denn jetzt? Jetzt fährt er noch über Silo. Boah, der will es aber wissen, ey. Oh, er kommt wieder hoch, Jupp. Er kommt wieder hoch. Oh. Ah ja, da ist er. Da ist er. Ja, jetzt musst du richtig schalten. Ne, den Berg hoch. Wenn da nicht richtig schaltest, warte, wir müssen uns ja vorstellen, müssen die Zeit nehmen. Und jetzt müssen wir ja gleich um die Ecke geschossen kommen. Wo ist er denn? Hat das Ding abgewürgt hier hoch oder was? Oder doch der Sprit alle? Hat er sich lang gelegt? Ah, da kommt er. Nee, guck mal. Da ist er. Doch, Sprit alle! Ah, gestorben! Sprit alle! Ja! Yeah. Achso! Hä? Yeah. Sauerei! So, na, dann komm mal her hier! Mach mal aus den Hobel! Ja, sofort! Jupp! Ja! Ne 4-11-5! Ne 4-11-5? Ja! Ja! Es kommt natürlich bei uns unter die 4 Minuten, kommt er nicht ran, ne? Ja, nee, das ist klar. Also, Herr Weber. Ja, der Herr. Sie haben eine 4 Minuten 11 und 11,5. Also 4 Minuten 11 Sekunden, ja? Oh, ja. Okay. Also ja, ich bin ganz gut zufrieden. Ich kann Ihnen schon mal sagen, dass der Herr Fiedler und der Herr Rosenberg unter 4 Minuten fahren die Strecke. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr könnt auch besser mit den Dingern um. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oha. 4 Minuten 15 müssen Sie schaffen. Oh, also passt das. Passt das, da bin ich drin. Ja, schön. Richtig. Jawohl. Gut. Jetzt haben sie den ersten Teil bestanden. Der zweite Teil ist, wir müssen das Pferd vom Herrn Wadlinger klauen. So, aber dazu später mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge übrigens, wieder. Übrigens. Ja? Ich bin Spitzkopf Larry. Spitzkopf Larry. Okay, Crazy O, Spitzkopf Larry. Ja, und für dich lässt mir auch noch was einfallen. So, bis dahin, lasst ein Däumchen da. Ciao, ciao.